So, und damit herzlich willkommen zurück zu Travelers Rest. Und ihr seht schon, sieht gruselig aus. Ja, ich nehme das gerade kurz vor Halloween auf und deswegen ist das, ich meine, man sieht unten links Halloween im Wand. Ob wir das spielen werden? I don't know. Weil es scheint nämlich nur so kurzfristig da zu sein, außer sie haben irgendwas Spezielles gemacht. Okay, wo ist sie immer stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Warum ist die Musik weg? Da ist sie. Okay. Wir haben Brot gemacht. Wir noch Steak? Wir können noch mal Steak machen. Why not? Ich meine, wir haben noch Küchenhefe. Wir könnten tatsächlich noch mal Teig machen. Dafür brauchen wir aber erstmal anderes Zeug. Wie, haben wir eigentlich Bier unten im Keller? Wir haben Bier unten im Keller. Okay, die Pale ist fertig. Wir haben noch ein Mango-Bier. Why not? Okay, wir sind alles aus dem ein bisschen länger her, dass ich schon gespielt habe. Deswegen. Bleib hier. Okay, ich sehe, wie ich das hier machen wollte. Ich hätte hier nochmal ein kleiner Tisch Platz tatsächlich. Das würde sogar richtig reinpassen. Aber ich denke eher, ne. Das ist eher, ne. Wir haben außerdem überhaupt das, wir haben nicht mal so viel Geld tatsächlich. Oder wir nehmen mal den Zapfhahn hier, den haben wir nämlich noch nicht. Ist gelb eigentlich okay? Ist gelb okay? Na, wir lassen es gelb. Gibt es nicht sowas wie weiß oder so? Da kommt das Bier rein. Ah, wir haben weiß. Perfekt. Da weiß ich nämlich, dass das ist. Okay, so, schauen wir mal, wie es hier draußen aussieht. Der erste Tag ist ja immer so Vorbereitungstag. Wir haben uns Dekoration bestellt. Okay. Warum habe ich mir einen Kaktus bestellt? Irgendwas sagte mir, ich hatte eine Idee damit. Holy shit, ist das Banner riesig. Ich habe das Gefühl, das sollte nicht so sein. Ich habe ein Banner, was ich nicht platzieren kann, weil es fucking huge ist. Okay. Aber die Pflanzen kann ich platzieren. Die. Meine extra so gedacht. Die sind hier. Eine Katze, du stehst im Weg da. Katze, geh mal weg. Wie gesagt, Katze da steht, kann ich dabei meinen Mini-Kaktus platzieren. Meint, das ist auch so eine Riesenpflanze. Okay, dann ist es useless. Schade. Ich hatte einfach so eine kleine Topfpflanze nur. Nein, das ist fucking riesengroß. Nice. Kommt eigentlich mal unsere Kiste hier im Einsatz, zum Einsatz hier. Die wir schon, wer weiß, wie lange haben. Also wenn ich das, das ist oben habe, geht das nicht. Kann ich das nicht reinpacken? Das ist noch, das ist, es gibt noch so ein paar Features, wo ich sage, wie jetzt zum Beispiel das gerade, was wir jetzt gerade hatten, dieses, hey, du kannst das nicht machen, solange bla und so. Brotkrümel ist wahrscheinlich für Hühner dann später. Wir können auch Hackfleisch machen. Wie sieht es eigentlich mit unseren Talenten aus? Okay, Met. Da brauchen wir ja Honig für. Wir könnten noch Porter lernen. Suppen, Tee. Tee wäre cool. Hätten wir nämlich noch was zu trinken. Was wollte ich? Nein, ich wollte das hier lernen, ne? Wir haben noch nicht genug XP, leider. Okay, gehen wir erstmal raus und schauen uns da mal um, wie es draußen aussieht. Haben wir noch irgendwas angefertigt oder so? Ja, haben wir anscheinend. Eisennägel haben wir jede Menge angefertigt. Okay. Ich wollte ein Einzeltisch machen. Brauche ich Holzstangen für. Und dann brauche ich Hocker. Die mache ich, glaube ich, hier, ne?
Deswegen habe ich so viele Eisennägel. Außerdem bräuchte ich noch Reifefässer. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum ich das gemacht habe. Ich brauche Holz. Meine... Okay, Leck, cool. Hätte ich nicht irgendwo meine Sichel? Ist das die Sichel? Das ist die Sichel. Das ist nämlich fertig. Okay, das heißt, wir können nämlich wieder bestellen. Ich hatte gerade im der Leck war komisch. Zehn. Mais kostet gleich übel 4. Kann ich 5 davon bestellen? Könnte ich 5 bestellen. Weil wir sollen nämlich Mais anbauen. Weil ich habe nämlich beschlossen so, hey, okay, wie wär's, wir spielen dieses Spiel auf 100%, warum nicht? Und darum mache ich das jetzt einfach. Wir spielen jetzt dieses Spiel auf 100%. Weil das Spiel ist ja noch nicht komplett raus, wir sind in der Version 0.6 und da ist 100% so quasi das, was wir am ehesten anstreben können. Hinten ist außerdem auch ein guter Platz für einen Hühnerstall. Würde ich jetzt zumindest einfach mal so behaupten. Den Stall bräuchten wir sowieso noch, aber der war ziemlich teuer von dem, was ich gesehen habe, als wir da unten waren. Und das Problem ist, wir haben es ja derzeit nicht so mit Geld. Das wird außerdem auch noch langwierig. Wir sind nämlich 800 Gold verdient. Wir haben erstmal 10 verdient. Wir sind erstmal bei 10 Gold. Also muss ich noch die Katze füttern. Habe ich eigentlich noch Eisen? Ich habe noch Fleisch einstecken. Ich habe noch haufenweise Gras einstecken. Was mache ich mit dem Gras? Außer Rauchen. Was ist das eigentlich? Warum habe ich noch eine milde Allee-Gewürz drin? Okay. Anscheinend war es wieder spät. Ich habe es wieder manchmal nicht geschissen gekriegt. Perfekt. So stelle ich mir das vor. Was habe ich eigentlich mit meinem Geld angestellt, was ich verdient habe? Obwohl, ich habe das Gefühl, dass Holz wird Mangelware. Ich habe das Gefühl, ich bin mit meinem Gefühl sehr nah dran, dass ich recht habe. Okay. Ich meine, wir können ja nochmal 2 Reifefässer herstellen. Aber eigentlich möchte ich gerne die Einzeltische herstellen. Dann 3 Fässer sollten eigentlich reichen. Dann können wir nämlich eine normales Bier machen, Peile und irgendwas anderes. Ich meine, wir werden uns wahrscheinlich eh immer weit erweitern. Und unseren Horizont erweitern. Hallo, 11? Ich habe auch das Gefühl, es war eher keine 11, es war mehr was anderes. Kohle können wir umgebrauchen. Okay. Na komm, ich möchte gerne. Sure. Hallo. Danke. Okay. Was ich aus dem Nachttravelers Rest spiele, weiß ich noch gar nicht. Okay, wir könnten eine Mühle herstellen. Okay, okay, okay. Schmiedetank. Zeitersparnis 10%. Boah. Okay, hier könnten wir nochmal eine Melzmaschine herstellen. Ich bräuchte eher das andere. Nicht das Braufass, das andere. Das zum... Ihr wisst schon bestimmt. So, was brauchen wir denn jetzt? Also ich brauche noch 3 Tische. Das heißt, ich brauche nochmal haufenweise Bretter.
Jetzt kriegen wir sogar schon 7. Hat sich das irgendwie verbessert sich das irgendwie durch irgendwas oder so? Weil vorher haben wir nur 6 gekriegt und jetzt sind wir schon bei 7. Ist einfach, ist manchmal irgendwie seltsam. Mal nachzünden hier, dann legen wir schon mal das Bier wieder rein. Erstmal geben wir der Katze was zu futtern. Steht schon nämlich dran. Dann holen wir uns mal noch mehr Brot. Wir haben noch nicht genug Brot. Oh, wir können das Lagerbier herstellen. Why not? Braucht das überhaupt Brennstoff? Es braucht Brennstoff. Hat das mit dem Brennstoff gelöscht, als ich das implantiert habe? Anscheinend. Fuck. Was brauche ich denn? Okay, für Parley brauche ich Dings. Das andere brauche ich. Nehmen wir das normale Gerstenmalz. Okay, die Katze scheint fast fertig zu sein. Immerhin. Das Bier scheint auch. Ah, wait, wir haben ein Reifefass. Boop. So, haben wir 3 Fässer. Wir haben aber bis. Ein Zapfhahn, ne? Das ist aber auch nicht viel, ey. Wo haben wir es denn? Da. Du. Jetzt hab ich das. Nee, egal. Gib mir nochmal ganz kurz die Schaufel. Das hier. Hoppala. Ja, komm. Okay, nee, das ist abhängig mit dem Halloween-Event hier alles. Okay, gut. Ich war gerade verwirrt, so weil der gerade ein Zombie lang lief. Hat definitiv was mit dem Halloween-Event gerade zu tun. Okay. Können wir mal ganz kurz nach den Truthahn schauen, was noch was Truthähne gibt, weil wir sollen nämlich auch noch Fleischdings verkaufen. Warum wir aus dem Truthahn mit dem Besen kaputt schlagen können? Lass mir einfach mal so im Raum stehen. Also dann können wir gleich mal Mango und so wieder ernten. Mit Fetzen können wir auch noch nicht vorbei, ey. Frage ist, ob das Ganze noch kommt. Das ist eher die Frage. Wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich mal das Zeug abbauen. Schauriger Pilz. Ja, das Problem ist, dass ich das Halloween-Event nicht wirklich spielen. Das ist das Problem. Ich meine, ich kann es mitnehmen. Weil ich habe eine ziemliche unterschiedliche Aufnahmezeit für das ganze Zeug hier. Von daher, schwierig. Ich muss sowieso gleich noch in die. Achso, ich weiß, was ich dann noch. Ich habe nämlich gerade überlegt. Was für Projekte ich noch auf der Random Map fertig machen muss und mir ist gerade wieder was eingefallen. Ich muss dann noch Stronghold Crusader beenden. Ich habe die Kerzen ausgerüstet, ist die tot? Na komm, hallo. Achso, ich habe die Axt ausgerüstet, ist die tot? Stronghold Crusader muss ich noch beenden. Auch wenn das noch ziemlich lange dauern wird, aber egal. Dann könnte ich mir eigentlich schon mal ein neues Projekt raussuchen, was dann so reinkommt. Das soll ja nicht mal bei den Spielen bleiben.
Und die Staffel 2 von Venom EP soll ja noch eine Zeit laufen. Von daher kann ich ruhig Dinge aufnehmen. Also es ist jetzt schon eine Grenze an Spiele, die kommen sollen. Ne? Ich denke, was hab ich mir mal überlegt? So 20 Spiele oder so? Es wäre so meine Grenze. Wo ich sage, okay, jetzt haben wir ja erstmal genug. Gerade wenn man so bedenkt, ne, Final Fantasy 14, 100% dauert zum Beispiel wie lange. Mittlerweile ist Sea of Stars in der Liste. Das dauert auch lange. Obwohl Sea of Stars eigentlich was für so ein normales Let's Play gewesen wäre. Aber ich habe es einfach reingepackt, weil The Messenger ist jetzt auch nicht gerade kurz gewesen und ist auch drin. Aber gut, The Messenger habe ich beiden gespielt und ich dachte, das ist ja ein Metroidvania. Aber Tunic zum Beispiel ist perfekt dafür. Record of Lotus war. Eine Hollow Knight könnten wir eigentlich auch reinpacken, ne? Und ich werde jetzt gerade angerufen. Wunderbar. Okay, das war mal der Anruf. Damn. Ja. Was brauche ich denn? Achso, ich brauche noch Dings. So. Wow, es gibt 11 Stück. Dann machen wir 3 Stück. Machen wir noch mehr Bretter. So, wie viel habe ich jetzt schon davon? 5. Machen wir nochmal 5. Und dann könnte ich gleich wieder neuen Brennstoff reinklatschen. Das Kürbiskopf. So. Mehr Brot. Das Bier ist schneller geworden, habe ich das Gefühl. Schön. Damn. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, ich kann nochmal eine Peile machen und Dings. Normales Bier. Normales Bier, in Anführungsstrichen. Zack. Rein damit. Unser Alkoholkonsum steigt. Okay, das ging falsch. Das sollte man. Oh, schauderig. Was wollte ich jetzt? Ach, ich hab schon wieder vergessen, was ich wollte. Das hat mich gerade ab. Oh mein Gott. Ah, Wasser wollte ich holen. Keine Eimer mehr. Schade. Eine Fledermaus. Krass. Das Ganze mal so. 1, 2. Nein, 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 nein. 1. Wie viele Bretter? 2. Komm, mehr Bretter. Komm schon. Es fehlen bestimmt noch Bretter. Ja, es fehlen noch Bretter. Wir könnten noch einmal herstellen. Aber, dann warten wir noch hier. Wir wollen ja noch die Schmiedebank müssen wir noch herstellen. Da fehlen mir auch Eisenbarren. Sieht also sehr interessant aus hier. Okay. Das Boot ist wieder fertig. Sollten mal das ganze Zeug mal reinpacken. Komm her, roter Punkt, komm. Sollten das Zeug mal reinpacken, nehme ich an. 88 Brot. Ich denke mal, Brot haben wir viel, ne? Also. Gibt es eigentlich. Wir müssen mal da ganz kurz nachgucken. Gibt es denn Veggie-Rezepte? Bestimmt super. Ist das bestimmt. Ich meine, bis ich das herstelle, dauert sowieso noch. Schmelze. Blockstafel, okay. Öl haben wir, glänzender Kerzenhalter. Destillation, Destillierer. Die Frage ist, für was brauche ich das? Hier ist der Ofen. Ofen.
Okay, pass auf, wir lernen erstmal Suppen. So. So, jetzt können wir Putzer. Genau, wir können jetzt Putzer. Hinten sind Nudelgerichte. Cool. Paprika. Paprika? Wurst, Wurst. Schotzio, Paprika. Okay. Belegtes Brot, vollständiger Hamburger, Toastbrot, Marmelade, eingelegtes Käse, Cheeseburger, Käseplatte, Quiche, Fondue, Quark, ungereiftes Brie, ungereifte Cheddar, Mozzarella, ungereifter Emmentaler, ungereifte Blauschimmelkäse. Okay, die müssen wir scheinbar noch. Fleischmeister, Shish Weiß nicht, warum ich das so lustig finde. Lager plus Pael, Aliwürze, Pilsner, helles geerztes Malz, Bockbier. Okay. Aber das würde ich eigentlich als nächstes lernen, den Porter. Neben. Ach, ich muss so vieles lernen. Eigentlich würde ich das auch noch gerne. Arbeiten mit Klingen. Obwohl, das brauche ich nicht. Das ist die Sägemühle, das brauche ich nicht unbedingt. Machen wir das nächstes. Machen wir das hier. Und zum Destillieren möchte ich gerne. Das sind jetzt so quasi die Sachen, wo ich gerne hin möchte. Was ich mit Fasern, pflanzliche Fasern, was ich mit Fasern machen kann, weiß auch keiner. Zutat. Süß duftend, aber tödlich in unerfahrenen Händen. Ah. Das ist natürlich optimal, dass sie mir das in der Hand geben, weil ich bin da sehr gut drin. Ich habe gern gefährliche Dinge in meiner Hand. Geht gerne schief. Was brauchen wir noch? Oh Gott, wir brauchen haufenweise Nägel und mehr Bretter. Und wir brauchen haufenweise Sachen. Was ist das hier? Ofen. Aufgeheizt und bereitet zum Kochen. Ha.